Der Sonntagabend ist überall nasskalt mit Regen und oberhalb von 600 Metern auch Schneefall. Regen und Schnee ziehen sich im Laufe der Nacht immer mehr Richtung Süden zurück. Nach Mitternacht schneit es dann noch am Alpenrand teils kräftig, sonst wird es trockener. Die Temperaturen sinken auf plus 3 bis minus 2 Grad. Besonders höher gelegene Straßen können glatt werden durch überfrierende Nässe oder auch durch Schnee. Morgen beruhigt sich das Wetter. In Franken gibt's anfangs noch teils dichte Wolken oder Hochnebelfelder, aber es ist meist schon trocken. Im Tagesverlauf klappt's ab und zu mit der Sonne. Am besten sind die Sonnenchancen am Untermain. Die Temperaturen liegen bei höchstens 5 bis 8 Grad. Es weht dazu nur noch schwacher Wind. Mit Stärke 2 kommt er aus West bis Nordwest. In der Oberpfalz und in Niederbayern halten sich die Wolken morgen noch recht zäh. Anfangs tröpfelt es noch etwas. Im Bayerischen Wald kann noch vereinzelt ein bisschen Schnee dabei sein. Am Nachmittag gibt es hier und da mal ein wenig Sonnenschein bei weiterhin recht kalten 5 bis 7 Grad. Der West- bis Nordwestwind ist nicht mehr allzu kräftig. Meist ist er mit Stärke 2 bis 3 unterwegs. Trübes Wetter zunächst noch in Teilen Oberbayerns. Vor allem am Alpenrand gibt es anfangs noch Schnee oder Schneeregen, allerdings mit weiter nachlassender Intensität. Im Tagesverlauf lockern die Wolken zumindest westlich der Isar ab und zu auf und die Sonne zeigt sich. Das Ganze allerdings bei höchstens 4 bis 6 Grad, am Alpenrand kaum über 1 Grad. Der Wind weht dazu schwach aus nördlichen bis nordwestlichen Richtungen. Der Dienstag startet oft frostig und örtlich mit Nebel. Am Tage wird es dann ganz freundlich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken, wobei die Wolken sich zum Abend in Franken schon wieder verdichten. Am Mittwoch gibt es erneut zeitweise Regen und auch der Donnerstag wird wechselhaft bei Temperaturen bis 6 Grad. Im höheren Bergland müssen wir zum Teil auch wieder mit Schnee rechnen.